Hier an diesem Projekt soll eine Treppe mit Zwischenpodest entstehen. Im Treppenmodellierer. Dieser wird aufgerufen. Dann könnte man auch eine geradläufige Treppe nutzen, aber diese wird ohne Zwischenpodeste gebaut. Nutzen wir eine polygonale Treppe. Am besten gleich mit Viertelpodest. Die Achslage kann links, rechts, mittig sein. Dann werden hier noch die Anfangshöhe wie 2,90 Meter minus 3,20 Meter zu überwindende Raumhöhe bei entsprechenden Stufen eingestellt und entsprechende Auftrittsbreite, wie es benötigt wird. Die Treppe wird eingebaut. Auch aus der polygonalen Treppe kann eine geradläufige Treppe gemacht werden. Hier wird diese Treppe mal per Augenmaß ungefähr hier platziert mit einer Länge etwas länger als die Austrittsstufe. Theoretisch könnte man hier um die Kurve herumfahren und dort gleich einen Podest generiert bekommen. Aber erst einmal Escape, um die Treppe fertig zu bekommen. Wenn dann im mittleren Bereich ein Podest eingebaut werden soll, müssen hier noch weitere Punkte der Achse hinzugefügt werden. Zur Kontrolle wird mal die Perspektive, die Isometrie von vorne rechts, zugeschaltet. Mit Treppenmodellierer Modellierenwerkzeug oder per Doppelklick linke Maustaste drauf, kann der Treppe bei der Achse noch weiteres an Zwischenpunkten zugefügt werden. Hier beim Punkt 1 kann man dann das erweitern. Wie es in der Dialogzeile unten steht, umschalten für Klick und neuen Punkt, kann man mit Umschalttaste und Klick auf die Achse das erweitern. Allerdings Klick auf vorhandene Punkte. Am besten am Endpunkt hier. Das wird angeklickt mit gedrückter Umschalttaste. Dann kann man noch einen weiteren Punkt einfügen. Und dann braucht es nochmal einen. Nochmal mit Umschalttaste. Nochmal einen weiteren Punkt. Dann hat man hier zwei Punkte, welche man dann verschieben kann, indem man diese einfach nur anklickt und dann dort platziert, wo man sie haben möchte. Knicks entstehen dabei vielleicht auch, aber in diesem Fall wird dann zum Beispiel an einen gefangenen Stufenpunkt hier der Punkt verschoben und der zweite Punkt wird auch angeklickt, dann würde wieder ein Knick entstehen oder einfach auf der Achse entlang schieben bis dahin, wo vielleicht das Podest bei einer Stufe liegen soll. Dann wurden die Punkte eingefügt bei einem Schnittpunkt mit der Stufe und hier bei einem anderen Schnittpunkt mit der Stufe. Vielleicht hier nochmal anklicken und eine Stufe weiter, je nachdem wie er das fängt, hier hinklicken. Und dann kann man sich entscheiden, ob man die Treppe einfach so lässt oder über den Abschnitt hier die drei Abschnitte hier anwählt. Und der mittlere Abstand ist durch die neuen Punkte entstanden und dadurch kann man, wenn man bei einem Abschnitt draufklickt, ein Podest generieren, wie man das dann hier sieht, oder wieder ausschalten. Oder raufwärts, was natürlich jetzt keinen Sinn macht. Hier wird das mittlere Podest zugeschaltet, hat man eine Treppe mit Podest in der Mitte. Das wird noch geschlossen, beziehungsweise die Treppe so weit umgebaut, wie man das dann im Endbereich braucht. Hier wird's geschlossen.